Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, ich schreibe mal ganz kurz mein Inventar ein bisschen mit auf. Da brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich gerade alles nicht. Da kann ich da oben hin tun. So, ich habe jetzt heute Morgen nochmal auf den Server geschaut. Auch gesehen, ich hatte nochmal alles zusammen für Infinity Ingots. Habe dann nochmal 9 Stück gemacht und ich würde sagen, das Ergebnis, das können wir uns einmal gerade anschauen, ist, ja, F7 mache ich aber gerade aus. Also ich habe jetzt die Kühe einmal ein bisschen poppen lassen. Und zwar so, dass wir jetzt einmal dauerhaft, hier sollte ich den Magnet vielleicht ausmachen. Wir haben jetzt hier 6 Spawner drin für diese Blöcke. Für diese 1500 Vibrantium, 7000 Block of Bedrockium, 1400 Compressed Gaia, 1500 Awakened Draconium, 1600 Neutronium und 1500 Infinity Blöcke. Irgendwas sagt mir, das ist. Okay. Ich dachte bestimmt, würde. Nein, eine Magnetplatte würde ich hier mal nicht platzieren. Zack. Also, ich würde sagen, wir sind schon mal, soweit es geht, super vorbereitet. Gut, was ich jetzt aber mal heute machen würde. Wenn wir uns mal die Quests so anschauen, wir kommen momentan ja nur bis Cover. So. Ist mir scheißegal. Ich möchte mir heute mal. Ich möchte von dieser Rüstung etwas wegkommen. Danke. Deswegen mache ich einmal so. So. Und so. Und so. Und wir bewegen uns dann einmal zurück in die Base. Die Block of Rockium kann ich mal hier rein tun, genau wie die. Also man merkt vielleicht, dass Bedrockium einiges drin ist, weil da zuerst die Flüssigkeit natürlich reingehen wird. Aber naja. So. Das nächste von der Civicio Chestplate her ist die Flux Infused oder die Dark Plate. Da brauchen wir die Jetplate. Können wir machen. Ich würde aber sagen, das ist auch erstmal, wenn wir so reinschauen, hier bei Delta, müssen wir, ja hoppala, müssen wir so oder so entscheiden. Entweder gehen wir auf die Leadstone oder aufs Conductive Jetpack. Da würde ich ganz gerne auf das Leadstone Jetpack gehen. Also das machen wir heute erstmal Jetpack Action. Folge 3000 gefühlt und wir machen unser erstes Jetpack. So, was haben wir davon? Alles bis auf den Capacitor. So, haben wir auf Vorrat, haben wir eine letzte Energy Cell, zweimal, okay, was brauchen wir denn hier, nein, wobei die könnte ich mal machen, Redstone Conductance Coil, machen wir mal so ein Stack. Und die Redstone Reception Coil können wir auch mal so ein Stack machen. So, zack. So, zack. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. So ein Leather Strap sollten wir auch noch machen. Redstone Jetpack. So, das nächste wäre dann das Hardened. Wenn wir jetzt einmal auf die Questreihe gehen, sehen wir, dies ist disabled, weil wir das letzte Jetpack gemacht haben. So, Hardened Jetpack. Wir brauchen einen Hardened Capacitor. Ich mache davon mal so 5 Stück fertig. Wir brauchen jetzt eine Inva,
Nee, nicht eine Inver, eine Hardened Energy Cell. Hab ich das eigentlich? Gut zu wissen. Das ist ja jetzt mal richtig gut zu wissen hier. Und ich mache auch den anderen Weg. Willkommen bei euch, darf ich Ihren Fels aufnehmen? Und damit sollten wir dann auch schon alles haben, wenn ich es richtig klicken würde. Zack. Hardened Jetpack. Danach kommt das Reinforced. Wir brauchen zwei Redstone Energy Cell. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen so einen Capacitor. Und wir brauchen die Flux-Dakte. Die habe ich sogar gar nicht auf Autocraft. Was fehlt da jetzt? Das Harden. So. Dann füllen wir die einmal mit Redstone auf. Redstone haben wir hier. Sehr schön. Also, was können wir denn jetzt hier machen? Können wir das hier fertig machen? Jawohl, ja. Das ist doch schon mal super. Und wir haben das Reinforced Jetpack. Ja, so schnell geht ein Jetpack, ne? Alles gut. Ja, jetzt kommt ein Resonant. Dann Resonant Jetpack. Was haben wir davon? Okay. Resonant Flux Capacitor. Ui. Und wir brauchen nur die Resonant Energy Cell. Mach davon nochmal eine. Die da. Eins. Und zwei. Und wir sollten jetzt alles haben für die Resonant Thruster. Okay, ich brauche einmal Flux-Duct. Ich habe das befürchtet. Das brauchen wir. Was haben wir davon? Gar nichts. So, zack. Die will ich jetzt eigentlich auch gar nicht auf Autocraft setzen. Zack. So, und da brauchen wir jetzt die gefüllten. Okay, die gehen jetzt zum Glück schnell. Sechs Stück. Wir werden die wahrscheinlich eh nie brauchen. Okay, was heißt wahrscheinlich, wir werden die nie brauchen. Ich meine, ich kann mit Tesserakten arbeiten, so viel ich will. So, Resonant Jetpack. Sehr schön. Jetzt haben wir hier schon mal wieder vier Jetpacks. Jetzt kommt die Flux Infused Jetplate. Für die Flux Infused Jetplate brauchen wir Flux Armor Plating. Der Flux Infused Chestplate. Cryophium Coolant Unit. Haben wir Cryophium. Moment. Flux. Machst du mir mal 200 Paare? Wir haben keinen Sulfur? Was? Pyrophium. Ich schoss das jetzt mal gerade irgendwo ein. Mach mir doch mal Flux Elektrum so 200 fertig.
Ich wollte schon gesagt haben, also da hätte es mich fertig machen können mit. Gehen wir mal auf Jetplate. So, was haben wir denn jetzt hier? Was können wir denn so mal so machen, ne? Boah, ich habe so ein neues Mauspad von unserer Truppe. Das ist noch ein bisschen ungewohnt. Machen wir doch das erstmal. Aber dann bitte hier. Wobei, wir könnten die Flux-Froster erstmal machen. Was ist das in der Mitte? Illuminator Frame. Drei, vier. Warte mal, das habe ich falsch genommen. 2, 3, 4. So, davon braucht man nur die Hälfte. Haben wir das für Aquarium? Wir haben doch hier so genau die allen Blitzteile. Machen wir mal so ein bisschen was fertig. Da werde ich noch ein Autocrafting für anlegen müssen. Das sehe ich schon kommen. So. Ich habe jetzt eigentlich gerade keinen Bock, einen neuen zu machen. Weswegen ich mir jetzt einmal hier so eine Drum nehme. So, einmal da rein. Gut. Dann einmal die aufgefüllt. Sehr schön. Gut. Dann kann das da einmal alles rein. Und wir brauchen jetzt Glowstone, war das genau. Echt so lange. Ja gut, dann können wir währenddessen etwas anderes machen. Dann können wir jetzt doch schon mal hier an dieses Teil rangehen. Zack. Und eine Energy Cell. Die dann aber auch bitte einmal upgraden. Und wir haben das erste Fluxpack fertig. Können das dann upgraden zum zweiten. Zum dritten. Komm schon, Opa. Das schaffst du. Ich liebe es, wenn ich gerade ungeduldig werde, nachgucken möchte und genau in der Sekunde es fertig wird. So, Resonant Flux Pack, das muss jetzt noch verbessert werden. So. Ich mache gleich mal zwei davon fertig. Weil wir brauchen sie noch für die Deadplate. Da brauchen wir Bronze. Dann Plating. Das nächste ist Inver. Das nächste ist Interium, aber wir können das erst einmal so machen. Dann haben wir das schon mal fertig, ne? Genau. Oder kann das ins ME? Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, Enderium. Und jawohl, ja. Nehme gerade auf.
Schwerter. Ja. So, immer dann, wenn er jetzt nicht gestört werden willst, ist er natürlich gestört. So. Also, was haben wir jetzt hier von? Oh, schon mal ein guter Part. So, Flux Crystal brauchen wir. Machen wir mal so 20. Halt. Ich brauche ja auch von den Nuggets ein paar Teile. Und ich glaube, davon können wir eigentlich ein Rezept sofort machen. Also, wie viele brauchen wir gerade? Wir brauchen 4 von den Armor Platings. Sehr schön. Dann. Oh Gott, das brauchen wir ja auch noch. Mal überlegen. Wie machen wir jetzt am geschicktesten weiter? Von denen kann ich ja nochmal 24 machen. Flaxt. Machen wir ganz einfach. Ich glaube, dafür ein Rezept zu machen wäre ein bisschen vergeudet, auch wenn wir den Speicher haben. Machen wir doch mal 1000, ne? So. Jetzt hierzu. Energy Cell. 2 Stück bitte. Oh Gott, hat bei mir so ein komisches Wuschelfieh namens Hund am Rumgeistern. Ich hatte gerade kurz Angst gehabt, dass ich mich recht hingesetzt habe, dass ich das jetzt schön einmal treffe. So, das dann einmal upgraden. Sehr schön. Ist das immer noch nicht fertig? Ach, das wurde einfach nicht rausgezogen. Ja gut, ne, dann halt nicht da. Mach mal so, damit das die sofort wieder auffüllt. Zack. Aber damit sollten wir schon mal die Flux Infused Jetplate hinkriegen. Ah, okay. Dann nehmen wir mal einmal unsere Rüstung. Upgraden das zur Jetzt geht es nicht, weil es Damage hat. Okay. Dann packen wir das einmal ganz schnell hier rein. Sollte ja nicht wirklich lange dauern. Ja, und sonst so, ne? Wobei, eigentlich könnte ich die Folge beenden. Dann machen wir in der nächsten Folge machen wir mit der Rüstung weiter. Wir haben heute ziemlich viel geschafft. Dann kann ich ja nochmal gerade hier die Rewards Claim oder den Claim Rewarden. Was gibt es genau hier, ne? Ja. Gut. Das kann da rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir dann vielleicht sogar schon die Draconic Armor oder auch die Awakened Armor. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.